mir ist wieder der Jens Handro aus der deutschen Bastelstube der Havelländer Denver in Rio Grande Western Railways im schönen Elstal. Heute ein kleines Video zum Umbau eines LGB-Kabus der Rio Grande, diesen roten, die werden gleich sehen. Ein bisschen gesupert mit allem, was dazu gehört, auch farblich etwas verändert, nur die Alterung fehlt noch, die kommt dann später. Viel Spaß beim Zugucken und viel Spaß beim Nachbauen. Da haben wir das gute Stück. Er nun wieder. Komm mal hier weg, Bürschchen. Wie man sehr schön sehen kann, haben wir den Wagen an sich vom Korpus her so gelassen, wie er ist. Nur hier unten, sehr schön zu erkennen, ist jetzt kein Zweiachser mehr, sondern jetzt ein Drehgestellwagen. Die Drehgestelle sind übrigens relativ einfach anzubauen gewesen. Der Wagenkasten hier unten wurde geöffnet, beziehungsweise der alte Unterbau komplett ausgebaut. Der ist mit jeweils 4 Schrauben hier unten festgeschraubt, abgenommen und danach einfach passend ein Holzbrett eingebaut, um nachher die Drehgestelle mit entsprechenden Drehzapfen unten anzubauen. Auch die Auflage der Drehgestelle relativ leicht abzubauen oder beziehungsweise nachzuempfinden, wenn man einen anderen Wagen nimmt und einfach mal die Drehgestelle abschraubt. Da ist ja diese Wiege, die unten so dran gebaut ist, wo diese dann die Drehzapfen drin sind, damit das Drehgestell schön liegt. Kann man relativ leicht nachzeichnen, aussägen und halt ankleben. Entsprechende Bohrung für den Drehzapfen und das Ganze dann angeschraubt. Ist eine relativ einfache Geschichte. Es soll schön aussehen und passen, aber von unten kann man es nicht erkennen. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, wenn das vielleicht nicht so perfekt ist. Wir haben sogar hier unten, ich hoffe, dass wir das noch sehen können, einen Zylinder dran geklebt. Den kann man ja noch sehen. Ja, die anderen Bremsleitungen habe ich weggelassen, weil man die bei diesem kurzen Abstand sowieso nicht sieht. Es sei denn, man legt sich gerade neben den Wagen. Was noch wichtig war, war diese schwarze Blende. Die musste zusätzlich angebracht werden, weil sonst der Wagenkasten viel zu hoch gewesen wäre. Das musste entsprechend so nivelliert werden, dass die Kupplung auch entsprechend zusammenpassen. Das wäre sonst zu tief gewesen. Also haben wir den ganzen Wagen etwas höher gesetzt und diesen Hilfsrahmen dazwischen noch dran geklebt. Der ist im Original nämlich nicht dran. Tja, weitere Highlights bei diesem Wagen ist das Dach. Das Dach selbst hat ja auch diese seitlich angebauten Kunststoffteile, wo man früher hier hochgelaufen ist, auf die Kunststoffteile, also in diesem Fall im Original sind es ja Holzteile, aber hier sind es ja Kunststoffteile, die habe ich abgebaut, ähnlich wie seinerzeit bei den Stockcars. Weil im Original ist da hier nur ein Griff dran, ne? Der Bremser geht praktisch die Leiter hoch und klettert dann hier drauf. Ne? Wie die das im Original gemacht haben, würde ich auch ganz gerne mal sehen, weil man musste ziemlich physisch auf der Höhe sein, um hier hoch zu klettern, um dann hier hoch rauf zu kommen. Ne? Aber gut, die haben es gepackt. Ja? Also auch ausgewechselt, die Griffe entsprechend ausgetauscht. Die Anleitung für die Griffe ist in meinem anderen Video, was ich euch hier mal einblende. Bei dem Umbau der Stockcars habe ich ja mal erklärt, wie man solche Griffe selber baut. Ist relativ leicht. Das Dach selbst war ja vorher, oder beziehungsweise ist ja immer noch aus Kunststoff, aber diese Kunststoffgeschichte war hier oben drauf. Das haben wir einfach mal ein wenig gepimpt, indem wir ganz einfach, man höre und staune, tatsächlich Schleifpapier genommen haben. Das Schleifpapier entsprechend zugeschnitten, draufgeklebt. Fertig ist die Laube. Sieht also total cool aus. Ne? Dann die entsprechenden Bohrungen für diese Teile, die man natürlich vorher abnehmen muss und für diesen Schornstein dann einfach wieder reinstecken. Und schon funktioniert das sehr gut und sieht auch optisch sehr ansprechend aus. Was wir noch weiter gemacht haben, das sieht man jetzt auch hier ein bisschen, wenn man das hier oben drauf schwingt. Die Griffe für die Bremser, die dann übers Dach geklettert sind, diese Dreieckskombination, auch die Griffe selbst ordnungsgemäß hergestellt. Die Herausforderung waren dann diese Ecken hier vorne. Das Ganze dann auch entsprechend so zusammen zu löten, dass das auch sehr schön aussieht. Wenn man das hier ein bisschen schwenkt, kann man das gut erkennen. Sieht also wie im Original aus und passt. Weiterhin haben wir natürlich diese ganzen Bremsräder entsprechend umgebaut. Im Original ist das Bremsrad ja oben da dran geflanscht. Ich zeige es euch mal hier. Das sah natürlich nicht so schön aus. Darum das entsprechend umgebaut. Wenn man hier mal ein bisschen näher rangeht, sieht man diese ganzen Geschichten sehr schön.
So, muss das hier mal ein bisschen bewegen. Ne? Mit dem Ritzel und dem Feststellteil, Kandache heißt das, glaube ich, ne? Wo man dann entsprechend, wenn man das Bremsrad dreht, die Bremse auch fest bleibt. Unten entsprechend dran gebaut. Das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist die Bremskette. Die habe ich weggelassen. Die wäre auch nicht so aufgefallen. Als nächstes die Entkupplungsgeschichte. Ne? Ist auch eine sehr schöne Geschichte, auch wie in Originalwagen. Mal gucken, erst müssen wir sie erstmal einrasten. Wenn man sie hier auch hebt und nach unten schiebt, öffnen die sich. Ne? Also sehr schön hingebaut. Mal sehen, ob man das näher rankriegt. Mit entsprechenden Möglichkeiten. Dass es aussieht wie im Original. Auch die entsprechenden Rangierergriffe, so nenne ich sie mal, ich glaube, die heißen im Amerikanischen genauso, angebaut, entsprechend farblich behandelt und alles sehr schön hinbekommen. Auch an dieser Stelle die Pufferbohle, die originale Pufferbohle ist bloß die Hälfte hier oben. Die zweite Hälfte musste angebaut werden, weil, wie an der Seite schon zu sehen, der Wagen ja ein Stück höher gesetzt wurde. Hat natürlich auch sehr gut gepasst. Dafür konnte man dann hier oben die Kupplungsaufnahme auch schön einbauen. Dieses Gerät da, ne? Sieht auch wieder sehr gut aus. Nächste Umbaumaßnahme, natürlich Bremsschläuche. Auch wieder diese Ozark-Bremsschläuche, die ja zu kaufen gibt. Ne? Auch entsprechend geschwärzt und dann angebaut. Die Kette hier ist noch original geblieben, weil das haben die ganz gut hingekriegt von LGB, sogar mit diesem kleinen Aufnahmeteil hier, damit man die reinhängen könnte. Die ist aber aus Kunststoff. Ja, die habe ich einfach so hängen gelassen. Weiterhin natürlich alle Griffe und Stangen entsprechend farblich behandelt. Das ist bei diesem Kabus in Silber gehalten. Ja, Neusilber oder wie das jetzt heißt. Die ganzen Stangen entsprechend angemalt und hinbekommen. Und auf der anderen Seite natürlich ähnlich, weil Kabus haben ja von beiden Seiten Bremsräder, damit der Zug entsprechend gebremst werden konnte. Hier haben wir mal Folgendes gemacht. Kann man hier ranholen. Hier sieht man, dass da zwei Ketten sind. Gucken, ob ich das hier auch hinkriegt. Einmal die Kunststoffkette, die habe ich einfach eingehangen, weil das irgendwie cool aussieht. Und hier ist noch eine zweite Kette dran. Die zweite Kette ist dafür da, dass der Bremser hier oben drauf steht und von oben stehend die Kupplung öffnen kann. Und er zieht praktisch hier an der Kette und dann wird die Kupplung geöffnet. So wie auf der anderen Seite. Der Grund ist ganz einfach, weil es gibt gewisse Rangieraufgaben, wo der Kabus einfach angeschoben wird, der Lokführer hupt, er zieht an der Kette, öffnet die Kupplung, Zug bleibt stehen, Wagen rollt weiter, zum Beispiel auf einen Abstellgleis, sodass der Zug nicht zweimal hin und her fahren muss. Ne? Wird also sehr gern auch bei den Amerikanern gemacht. Nächste Änderung. Vorher waren ja diese überdimensionalen Schlusslampen da oben dran. Wie die jetzt auf Amerikanisch heißen, fällt mir gerade nicht ein. Die habe ich auch ausgewechselt. Auch in diesem Fall wieder diese Ozark-Teile. Gibt es ja zu kaufen im Stück mit diesen einzelnen Linsen, die man dann da einklebt. Kann man von innen übrigens auch beleuchten. Habe ich in diesem Fall mal nicht gemacht in meinen anderen Kabusen. Wenn das dann mal das Wort der Mehrzahl sein könnte, sind die auch noch beleuchtet. Das habe ich hier weggelassen. Das wäre mir jetzt hier zu viel Stress gewesen. Okay, nochmal ein Gesamteindruck von dem Kerlchen hier. Freut sich schon, draußen mit seinen Stockcars durch die Gegend zu fahren. Gezogen von einer C19 wird ein sehr schönes Bild ergeben. Ja, so viel dazu. Das war ein kleiner Einblick in unsere weiteren Umbaumaßnahmen hier in unserer deutschen Bastelwerkstatt. Spaß beim Nachbau ist natürlich immer gewünscht. Falls ihr Fragen habt, einfach melden. Wir gehen auf die Jahreswende zu. Darum viel Spaß im Winter und zur Wintersaison. Auch zur Zeit dieser kleinen asiatischen Mikrobe wünsche ich euch viel Gesundheit und alle möglichen Dinge, die man sich so wünschen könnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.